Hallo, herzlich willkommen hier im Klangzentrum Österreich Neue Wege. Ich bin Ulrich und werde dir jetzt die Gongs der Firma Pasty oder mal einen Gong der Firma Pasty vorführen. Wir haben ja schon gesprochen oder uns angeschaut die Fan-Gongs. Das sind die Gongs, die wir in der Klangtherapie verwenden. Aber hauptsächlich, wenn wir mit Gongs arbeiten, dann arbeiten wir mit diesen Gongs. Die kommen von der Firma Pasty, das schreibt man Peiste. Alle, die selbst Schlagzeug spielen oder Kinder haben, die das machen, überall gibt es diese Päckchen, da steht eben Peiste oben. Das ist eine Schweizer Firma und die produzieren diese Gongs. Seit über 100 Jahren werden die in Deutschland produziert. Das sind sogenannte Tamtams. Im Gegensatz zu den Fan-Gongs ist hier der Rand umgebärtelt. Dadurch können Sie den Klang länger und intensiver halten. Tamtam ist nicht ganz richtig. Das hat sich in Europa so eingebürgert, dass eben alle Gongs mit so einem umgebärtelten oder umgebogenen Rand Tamtam-Gongs genannt werden. Wer das genau wissen will, bitte nimm mit uns Kontakt auf. Schreib uns bei den Kommentaren oder schick uns eine Mail, dann kann man das natürlich noch genau besprechen. Was ihr hier seht, das ist ein Gong, das Zeichen des Merkur. Das ist ein sogenannter Planetengong und dieser Gong ist auf den Grundton des Planeten Merkur gestimmt. Auch über die Planetentöne und wie es dazu kommt, an anderer Stelle mehr. Diesen Gong gibt es natürlich auch, wenn hier kein Zeichen in der Mitte ist, dann ist es ein sogenannter Symphonik-Gong, wie er in Symphonieorchestern auf der ganzen Welt beliefert wird. Diese Gongs werden auch nach China geliefert, nach Amerika, also die sind überall auf der Welt sehr, sehr beliebt. Und diese Symphonik-Gongs, wenn hier kein Zeichen drinnen ist, die gibt es dann von 50 cm bis 2 Meter Größe. Da ist die Firma Pasty die einzige Firma weltweit, die es fertig bringt, so einen 2 Meter Gong zu bauen. Von allen anderen Planeten hier, die in unserer Umgebung sind, Erde, Sonne, Mond, auch verschiedene Erdrhythmen, da gibt es dann auch von jedem Planeten, von jedem Erd- oder Mondrhythmus gibt es einen Gong und die haben dann genau auch eine bestimmte Größe. Zum Abschluss zeige ich euch jetzt noch etwas ganz Spezielles. Wir haben früher, mit Gongreibern arbeiten wir schon sehr, sehr lange, aber ich habe im vorigen Jahr einen Mann aus Wales kennengelernt, der ganz spezielle Gongreiber anbietet und macht. Und auch hier, ich spiele jetzt zum Abschluss, wer da nähere Informationen möchte, bitte schick uns ein Mail, melde dich bei uns. Aber das klingt dann so. Also wenn du neugierig geworden bist, melde dich bei uns. Ich wünsche euch noch schöne Tage mit klangvollen Grüßen aus dem Klangzentrum Österreich. Wir sehen uns auf neuen Wegen.